Um Sie heute Nachmittag mit kulinarischen, musikalischen und geistigen Genüssen verwöhnen zu können. Auch wir haben den Fürst eingeladen mit einigen seiner weiblichen Freundschaften. Da er ein vielbeschäftigter Mann ist, der um 12 das kalte Frühstück mit englischem Zubehör reiten, fahren und im Park die Arbeiten in Augenschein nehmen bis 7 Uhr. Toilette bis 7:30, gegen 8 Uhr das Dinner. Dann Unterhaltung mit Tee bis 12, wo er regelmäßig zu Bett geht. Und um 10 früh aufsteht, sind Geschäfte, werden sie zwischen Dinner, Frühstück und Dinner alle abgetan. Umso mehr freuen wir uns mit Ihnen gemeinsam, Hermann Ludwig Heinrich Fürstbückler Muskau, Mach Buber, Bettina von Arnim, Henriette Sonntag begrüßen zu können. Berliner Kaffee ist, fährt er mit einer von gezähmten Hirschen gezogenen Kutsche vor. Bis ins hohe Alter färbt er sich die Haare und Bart pechschwarz, was ihm wegen der bleihaltigen Verbindungen im Färbemittel jedes Mal einen Tag erkranken ließ. Die damals kaum 23 war, war bereits ein Publikumsidol und auf der Höhe ihres Ruhmes. Erstaunliche Preise wurden gezahlt, wenn ihre Auftritte angekündigt waren. Eine meiner Diamantspangen musste ich verkaufen, um die 80 Guinness, fast ein Jahresgehalt zu damaligen Zeiten, für ein Billett zu bezahlen. Da ich sie bis zu meinem Tod nicht vergessen konnte, steht noch heute ihre goldene Büste im Branitzer Park. Pückler schrieb am 9.06.1828 aus London seiner Luzi. Über die schöne Henriette siehst du, dass du ganz falsch geurteilt hast. Ich mag nicht viel darüber sagen, denn die Wunde schmerzt noch so tief. Aber wenn ich unter dem ganzen weiblichen Geschlecht zu wählen hätte, würde ich sie zu meiner Frau wählen. Aber sie selbst hat, ehe ich meine Gesinnung darüber nur auszusprechen Gelegenheit hatte, mir die Unmöglichkeit von ihrer Seite mit unerschütterlicher Festigkeit erklärt. Und unser reißend fortschreitendes Verhältnis mit einer Charakterstärke und einem Edelmut abgebrochen.
die mich in Erstaunen gesetzt und zur Nachahmung gestärkt hat. Ich selbst hätte unter den obwaltigen Umständen nicht anders handeln können. Denn nie, nie habe ich das empfunden, was dieses Mädchen mir eingeflößt, die gerade alles besitzt, was mir fehlt und da so verständigend auf mich wirken musste. Aufrichtigkeit ist die beste List. Drum will ich aufrichtig sagen, dass ich Bückler für naiv, aber nicht für bewusst geistreich hielt. Der Irrtum war in mir. Er weiß so viel, als er Geist hat und sein Geist verwaltet seine Neigungen, verwahrt seine Schwächen und ordnet seine Zwecke. Wie wenig passen meine Briefe hierher, die mehr Stimmungen sind, die nicht aus konsequentem Geist hervorgerufen und oft alle Schranken der Verständlichkeit überschreiten. Ich sollte mich schämen, dass ich Einfluss auf seinen Geist zu haben geneigt war. Wenn ich in Moskau etwas die Geduld verlor, so geschah es hauptsächlich deshalb, weil ich nicht gerne zezieren lasse. Ich empfand wohl, dass die lange Pause in unserem Briefwechsel ein Zeichen sei, dass dir meine Gedanken nicht zusagen. Soll meine Seele Verborgenes enthüllt werden, so darf es nicht auf öffentlichen Märkte geschehen. Über die Ergießung des Vertrauens muss stets ein keusches Geheimnis walten, sonst wird statt einsamer Erbauung nur öffentliche Lächerlichkeit erzielt. Du hast recht. Wir gehen durch alles Geistige durch, um das noch Unergründete zu erlernen. Das ist der Genuss und die Nahrung, die das geistige Leben bedingt. Auch die Liebe muss Geist werden. Mein Geist ist fortan geschäftig, diese Liebe in sich umzusetzen. Daraus wird und muss mein unsterbliches Leben hervorgehen. Wir sind keineswegs nach verschiedenen Regionen auseinandergesprengt, gute Bettine. Nur umkehren mussten wir, weil wir uns auf unrechten Wege befanden. Deine Freundschaft ist mir ein köstlicher Schatz. Hierzu gehört ein ganzes Pfand unverbrüchlicher Treue. Jede Tugend macht groß, auch wenn du keinen anderen Vorteil hättest, als groß durch deine Treue an mir zu werden. Wir werden einen besseren Weg finden. Mein Gott, ich habe niemand, mit dem ich ernstlich sprechen könnte, ohne dass er mir gerade ins Gesicht sagen würde: Du sprichst Kinderei, du lügst, du bist gespannt, du bist extravagiert. Lass mich die Reise angeben. Die Reise besorgst du selbst. Für alle Liebe und gute Gesinnung bin und bleibe ich dir dankbar. Ich möchte dir das Recht deiner Beschuldigungen nicht streitig machen. Ich mag sie verdient haben, aber glaube mir, ich weiß nicht, wie dein Dank für alle Liebe und gute Gesinnung läuten mir zum Grabe ein. Ich fühle mich nicht allein verbannt, sondern gleichsam gestorben und anständig beerdigt. Nicht überspannt, wenn ich bitten darf. Du nennst mich überspannt? Das ist der Bannspruch, durch den ich landesverwiesen bin. Warum nennt man überspannt, was nicht gewohnten Vorurteilen sich fügt? Fürs Erste benachrichtige ich dich, dass in unserer künftigen Korrespondenz ich fortfahren werde, dich mit Du anzureden. Du hingegen besser tust, dich des Sies zu bedienen. Sie bieten mir an, meine Korrespondenz mit deinem, ihrem fortzuführen? Nein, es ist nicht nötig.